Nach über 30 Preisen für den Film Amour erhält Michael Haneke den Preis für humanistische Altersforschung. Der Regisseur freut sich immer noch über Anerkennung. Na, jede Auszeichnung bedeutet was, weil es zeigt, dass der Film irgendwie ankommt. Und man macht ja Filme nicht, damit sie nicht gesehen werden, sondern wenn man einen Preis bekommt und der die Aufmerksamkeit wieder erhöht über die Medien, ist es natürlich gut, weil dann mehr Leute ins Kino gehen. Über Kinoeintritte allein lässt sich für Autorenfilme kaum ein Filmbudget stemmen. Kulturstadtrat Andreas Meilert-Bocconi betont, dass auch die Wiener Filmförderung, aber die österreichische Filmförderung nachhaltig und über viele Jahre wirksam seine Arbeiten unterstützt hat. Und das ist, glaube ich, und das sagt er auch selber, dass ohne diese öffentliche Unterstützung wären seine Filme in dieser Form nicht möglich gewesen. Ich habe natürlich meine ganzen österreichischen Filme und auch spätere sind immer wieder, also zum Beispiel bei der Klavierspielerin, die ja Co-Produktion war und zum Teil in Wien gedreht wurde, also zum überwiegenden Teil in Wien gedreht wurde, haben wir natürlich auch von der Wiener Förderung Geld gekriegt, Gott sei Dank. Mit 11,5 Millionen Euro jährlich ist die Wiener Filmförderung dotiert. Sie ist damit einer der größten regionalen Filmförderer in Europa. Die Bedeutung Wiens als Filmstandort soll aber kontinuierlich weiter ausgebaut werden. Die Filmförderung leistet eine solide Unterstützung, eine verlässliche, eine planbare Unterstützung von zunächst Talenten, die dann sehr, sehr gut werden, die dann international bekannt werden, die Auszeichnungen bekommen. Aber nicht nur österreichische Talente werden gefördert. Auch Wien bietet sich als attraktiver Drehort für nationale und internationale Produktionen an. Die Vienna Film Commission bietet kostenlos Unterstützung bei Motivsuche und Drehgenehmigungen. Michael Haneke, bekannt für seine Kompromisslosigkeit, rät den jungen Filmemachern: Zu versuchen, darauf zu kommen, wer sie selber sind und was für sie wichtig ist und nicht zu versuchen, andere zu imitieren. Innovativ, originell und selbstbewusst. Österreichs Kino greift nach den Sternen.